Hallo EMTB News. Wir sind heute zu Gast auf der Eurobike in Frankfurt 2022. Ich stehe hier am Nikolai-Stand. Bei mir der Vince von Nikolai und ein E-Mountainbike von Nikolai, wie wir es kennen. SUV haben wir hier vor uns mit allem, was dran passt, ist alles dran. Also wir haben Gepäckträger dran, wir haben Schutzbleche dran und wir haben, was ja für Nikolai relativ typisch ist, natürlich eine Nabenschaltung dran. Der Vince von Nikolai, erzähl uns mal, was hier verbaut ist und vielleicht auch, warum das genau verbaut ist. Ja, danke schön, Rico. Wir verbauen jetzt hier an dem E-Box, nicht mehr E14, eine Kindernähnabe. Das ist eine 7-Gang-Nabenschaltung, die den Vorteil hat, dass man eine 12 mm Steckachse verbauen kann. Dadurch wird der Hinterrad-Ein- und Ausbau etwas leichter und das Heck auch nochmal insgesamt etwas steifer im Vergleich zu einer Rohloff-Nabe, wie wir sie bis jetzt verbauen. Das Thema hierbei ist auch noch, was uns sehr wichtig war, die Kompatibilität zum neuen Bosch Smart-System. Dadurch, dass wir hier einen hydraulischen Trigger haben, der auch komplett im Stand schaltbar ist, ist das System jetzt, dadurch, dass es nicht mehr mit Bosch verbunden ist, eben mit dem smarten System kompatibel, also mit dem großen 750 Wattstunden Akku. Genau, ich wollte gerade sagen, die alte Rohloff E-Shift-Nabe, die war ja kompatibel nur mit dem alten System, mit dem neuen Smart-System. Ihr kennt es, 750 Wattstunden Akku, neue Architektur und so weiter, nicht kompatibel. Und deswegen der konsequente Schritt, dass ihr jetzt auch mit Kindernähe geht oder mit Nein. Richtig, genau. Es gibt auch eine zweite Alternative, die 3x3 Nein-Nabe, die ebenfalls mit dem smarten System kompatibel ist, dadurch, dass sie nicht miteinander kommunizieren, aber auch noch mit einem Drehgriff schaltbar ist, in Zukunft aber auch noch elektronisch schaltbar. Dann wird das Ganze natürlich noch interessanter, weil intelligenter. Und 3x3, also 9 Gänge schaltbar, auch komplett im Stand schaltbar. Und wichtig, nochmal um zurückzukommen auf die Kindernähnabe, das ganze System ist erstens leichter als eine Rohloff-Nabe und es ist auch günstiger als eine Rohloff-Nabe. Also das macht die ganze Geschichte ziemlich attraktiv, wie wir finden. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das hier, das Rad auf der Messe, wie es zu sehen ist, oder das System, ist erstmal nur ein Showcase. Wir entscheiden also innerhalb der nächsten Monate, ob wir das tatsächlich ins Programm aufnehmen, aber wir möchten ein Signal senden, möchten zeigen, was geht, finden das so interessant, dass wir es hier auf der Messe schon präsentieren und wollen einfach mal drüber reden, es testen und demnächst auch eventuell ins Programm aufnehmen. Vince, was ich ganz spannend an einem Rad hier finde, oder vielmehr die Frage, warum hat dieses Rad kein Bosch E-Bike ABS? Ist schon klar, wir haben hier das alte Bosch-System, wir haben kein Smart-System an dem Rad. Aber Vince, ist es denkbar, dass das Rad letztendlich mit Smart-System und natürlich Bosch ABS kommt? Also von meiner Seite aus spricht da eigentlich gar nichts dagegen und viele unserer Kunden würden das auch begrüßen, also ganz klare Sache. Macht das Radfahren sicherer und attraktiver, gerade mit so einem Rad mit so viel Potenzial, also 160 mm Federweg, für schweres Gewicht zugelassen, ist natürlich ABS dann die logische Konsequenz dann in Zukunft. Und ich denke mal, da wird man auch in Zukunft was sehen von uns. Cool, finde ich super gut. Das Thema Bosch E-Bike ABS, wir haben es in einem Artikel, wir haben es getestet, wir haben es in einem Artikel vermerkt, wie es sich fährt. Ich verlinke euch das mal hier, dann könnt ihr da auch nochmal hin switchen. Vince, jetzt haben wir dieses, ich sag's mal, SUV hier. Ja. Die Leser von EMTB News sind natürlich auch gierig auf Ballern und es bedeutet, habt ihr noch irgendwas für die Ballerfraktion am Start? Auf jeden Fall, zeige ich euch jetzt mal. Cool. Vom voll ausgestatteten E-SUV zum absoluten Ballerboliden von Nikolai. Hier mit Bosch Smart System, also großem Akku, 750 Wattstunden, Kiox 300 Display, kleiner Remote-Einheit und Stahlfederdämpfer, viel Federweg, absolut hier zum Ballern gedacht. Vince, erzähl, was hat's mit dem Rad auf sich? Ja, wir wollten einfach nur mal zeigen, was so geht an so einem Nikolai E-Box.
Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen, dass wir das Rad einmal voll ausgestattet haben mit Beast Components, EXT-Fahrwerk, Axis, Schaltung und Sattelstütze. Aber was mir an dem Rad eigentlich viel mehr gefällt, ist das Herzstück, also natürlich das smarte Bosch-System und der Rahmen. Wir haben im Vergleich noch mal mehr Sachen rausgeholt an Gewicht beim Rahmen, konnten also da noch mal was sparen. Und ich wollte euch nur mal zeigen hier, die Kettenstrebe zum Beispiel ist komplett hohl gefräst aus dem Vollen. Was das Ganze, natürlich made in Germany, natürlich, ganz klar. Oder auch das Steuerrohr hier vorne. Manche wollen Stiftehalter davon machen, wir machen Steuerrohre. Ich denke, das ist der bessere Einsatzzweck. Auf jeden Fall, Stiftehalter wäre auch ziemlich cool, aber es passt natürlich besser an ein Komplettrad wie dieses hier. Ja, und das war's auch schon von uns hier von der Eurobike. Ciao, EMTB News. Das war's tatsächlich. Wir gehen jetzt zu anderen Ständen, die auch ziemlich spannend sind, aber Nikola ist auch immer ein Besuch wert. Ihr habt es gesehen, die Räder sind ziemlich spannend, die Räder sind ziemlich cool, die Verarbeitungstechnologien sind auf allerhöchstem Level. Wenn ihr Fragen dazu habt, postet es in die Kommentare. Wir werden das in Kombination mit Nikola versuchen zu beantworten. Ansonsten, wie immer, bleibt elektrisch.